Im heutigen Vlog esse ich wohl das mit Abstand beste Tiramisu und wir sind in Venedig unterwegs. Guten Morgen aus Venedig, aus der Chaosstadt Venedig, denn es ist einfach eine Katastrophe. Jeder, der nach Venedig fahren möchte, sollte sich vorher einen Parkplatz reservieren, denn wenn ihr keinen Parkplatz reserviert habt, dann seid ihr wirklich ab 10 Uhr voll am Arsch, sag ich mal so. Wer im letzten Vlog aufgepasst hat, hat in den ersten 15 Sekunden einen Fehler bei mir entdeckt. Beziehungsweise war es nicht ein Fehler von mir, es war ein Fehler von der Kamera und dem Color Grading. Schaut euch einfach unbedingt den letzten Vlog an und achtet auf die ersten 15 Sekunden. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was denn der Fehler genau war dort. Ich löse es natürlich hier am Ende des Vlogs mal auf, was genau mein Fehler war mit der Kamera und dem Color Grading. Ich bin aber jetzt erstmal in Venedig und zeige euch natürlich Venedig. Also wie gesagt, reserviert euch einen Parkplatz, dann habt ihr keinen Stress. Weil ansonsten ist alles katastrophal hier. Piazza San Marco ist wohl der bekannteste Platz hier in Venedig. Nicht nur, dass der Markusturm, der knapp 100 Meter hoch ist, dort steht, nein, es ist auch der einzige Platz, der den Namen Piazza trägt in Venedig. Die anderen Plätze in Venedig werden nämlich Campi genannt, also Feld. Er ist gut 175 Meter lang und 85 Meter breit. Wenn natürlich der Meeresspiegel hier steigt in Venedig, ist das Problem hier, dass einige Plätze bzw. auch einige Gebäude überflutet sind. Das größte Problem von Venedig sind aber die Kreuzfahrtschiffe im Hintergrund. Natürlich ist es schön, wenn man eine Kreuzfahrt nach Venedig macht, dass man durch das Zentrum fährt. Wir haben es ja selber gesehen, dass ein riesengroßes Kreuzfahrtschiff durch das Zentrum von Venedig gefahren ist. Das ist natürlich nicht nur belastend für die Umwelt, sondern auch für die Stabilität von Venedig und auch gerade für die kleinen Fähren, die oder beziehungsweise die Taxis, die also Taxiboote sind, ist natürlich sehr, sehr belastend und deshalb ist es natürlich das größte Problem, diese Kreuzfahrtschiffe und so eine Extrafahrt, so wie man sie nennt, soll verboten sein, dass diese Kreuzfahrtschiffe über 55.000 Tonnen nicht mehr durch das Zentrum fahren, sondern direkt am Anleger dann anlegen und die Passagiere dann eben separat nach Venedig gehen. Ich meine, wenn man durch Venedig geht, hat man echt tolle Ecken, wo man immer wieder was Schönes sieht. Man hat Ecken, wo viel los ist, man hat Ecken, wo wenig los ist und man hat viele Lokale und Restaurants, wo man dann gerne auch was essen kann und sonstiges. Wir hatten einen der leckersten Tiramisu Desserts der Welt. Also Italien ist dafür natürlich auch bekannt, so wie auf Pasta und Pizza und sonstiges, aber Tiramisu muss hingehören. Und jetzt löse ich natürlich auf, was ich am Anfang des Videos gab. Es gab im letzten Vlog einen Fehler und das war die Kamera und das Color Grading. Ich hatte gesagt, ich bin in Italien. Aber was war das für eine Flagge? Es war eine französische Flagge. Und eine französische Flagge ist nicht Italien, es ist eine französische. Also was war los? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mit dieser Kamera los war. Sie hat einfach die Farbe grün zu blau gemacht. Ansonsten hat eigentlich alles gepasst. Es ist mir noch nie so aufgefallen, dass das Color Grading irgendwie so unterschiedliche Farben macht. Also ich weiß echt nicht, was passiert ist. Aber ich bin ja gespannt, ob ihr es herausgefunden habt. Denn es ist schon krass, wenn man sagt, ich bin in Italien und man sieht auf einmal eine französische Fahne. Ich denke so, was ist denn jetzt los? Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich. Wir sehen uns am Mittwoch zum nächsten Vlog. Ich weiß noch nicht ganz genau, was wir da machen. Vielleicht fahren wir nach Verona, vielleicht nach Mailand oder vielleicht auch woanders hin. Ich muss mal schauen. Aber ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Und ich verabschiede mich und sage auf Wiedersehen. Ciao.